Hilfe. Sie sehen klein aus, aber nur weil sie so weit weg sind. Ring Iron. Vielleicht ein paar Racklederschuhe. Das hat wohl etwas mit dem Analysegerät zu tun, das du bei der Kammer mitgenommen hast. Mal sehen, was passiert, wenn du es benutzt. Du, der mir zuhört, Äonen nach meiner Zeit. Ich habe diese Worte aufgezeichnet, auch wenn mein Verstand unter der Last meiner Taten zerbricht. Finde meine Worte und erinnere dich für mich an ihre Wahrheiten. Denn ich bin diejenige, die den Zerstörer in Ketten gelegt hat. Ich bin die Mörderin der Eridianer. Ich bin Nyriad. Crimson Raiders auf die Brücke. Genau das habe ich gebraucht. Also gibt es Necrotefeo wirklich? Ich dachte, das wäre ein Mythos. Ich auch. Vor Jahrzehnten verschwand Half in Delion auf einer Expedition zur Heimatwelt der Eridianer spurlos. Anscheinend hatte er sie doch gefunden. Perrine sagte, der Zerstörer wäre bald frei. Er wird den Planeten von innen heraus zerreißen. Wenn Typhon Delion weiß, wie man Pandora retten kann, müssen wir ihn finden. Ich hätte nie gedacht, das mal zu sagen, Killer. Aber nimm Kurs auf Necrotopheo. Das ist also der Heimatplanet der Eridianer. Nach all der Zeit. Worauf warten wir noch? Kammerjäger, ab nach unten mit dir und finde Typhon Delion. Die Landekapsel ist bereit. Pass da unten auf dich auf. Nein. Tja, ihr habt das Richtige wegen Maya getan und diesen Bastard Troy getötet, aber das ist noch nicht das Ende des Abenteuers. Ich weiß, ich habe über Pandora abgelästert, aber es ist immer noch meine Heimat. Wir müssen sie retten. Warte mal, ich hoffe, was der Alte hat. Aber ein Schützenschild, Alter, weißt du? Mit 5378. Das ist die Schildkosten. Ja,
Sag niemandem, dass du das von mir hast, sonst wollen es alle. Lustiger Glitch, mit dem, dass da immer was Exocode kommt. Wer weiß, ob es ein Glitch ist. Das ist ja Spiel durchspielen, du bist schon 50 und du killst ein urstarkes Vieh. Naja, stark eigentlich nicht. Ich weiß schon, wie es eigentlich funktioniert. Du spawnst drüben auf der anderen Seite, rennst über die Brücke normal drüber, über den Streifen drüber, hüpfst drauf und dann spawnt der Typ jedes Mal dort mit dem Rucksack. Ne? Das ist halt ein Boss. Die Bosse sollten schon Exos droppen. Ich glaube, umso höher der Schwierigkeit. Gerade umso höher ist die Chance halt, dass du da nichts bekommst. Ja, aber das macht ja dann eigentlich easy, dann kannst du die ganze Zeit. Nee, aber es gibt ja Milliarden Waffen. Also, willst du nicht 100 Jahre machen. Kann man schon gut vorstellen. Oder nicht? Wir alle wissen, die haben also nicht so viel Platz. Also Kammerjäger, wir verfolgen Typhon de Lyons Echo-Frequenz und schicken dir die Koordinaten. Das ist alles zu viel. Erst war Pandora die ganze Zeit über eine Kammer und jetzt haben wir die Heimatwelt der Eridianer gefunden. Du wirst bei Typhon de Lyon persönlich begegnen. Ach, das schreit nach einem Nickerchen in meinem Saurianer. Yo, Lilith. Maliwan ist auch hier. Und zwar mausetot. Oh. Woher wusste Maliwan von Necrotrafeo? Bleib wachsam, Killer. Komm schon, Stadtspektor. Das ist das. Das neue Video. Was für dich? Grüß tot von mir. Für das Rudel! Wohl was dagegen, dass sich Maliwan hier häuslich einrichtet. Kümmer dich darum, Killer. Wir müssen den Lyon finden. Zauberstube. Angriff! Entfessle die Hölle! Yeah.
Hey, Coyote, sieht aus, als wollte Malibon ein Catch-Ride einrichten, bevor sie gefressen wurden. Vielleicht kannst du Energie von diesem Kraftfeld umleiten. Genial! Jetzt kannst du mit Stil bei den Leon vorfahren. Lass uns jagen. Forschung beschäftigt. Wenn jemand weiß, wie man das Universum rettet, dann er. Ich glaube, ich kann das jetzt zerbrechen. Dass der Zerstörer in Pandora eingesperrt war. Das war von Anfang an ihr Ziel. Sollte Tyreen den Zerstörer aufsaugen? Tja, du bist, was du isst.
Echo irgendwas gelandet ist. Ich soll jemanden finden, der beim Debuggen des Spiels Destroyer of Worlds helfen kann. Ich habe eine lange verschollene Kopie des Spiels auf Necrotafea geortet. Finde sie und stecke sie in dein Echo-Gerät. Vielleicht funktioniert sie noch. Halt. Oder was? Okay. Was ah, da ist so ein Sperrding. Lang, weil dann morgen werde ich, bevor ich überhaupt die Mission weitermache, werde ich mal die ganzen Räume da mal anschauen, diese, wo man jetzt rein kann. Weil ich glaube, es sind irgendwie Prüfungen, ich will mal schauen, was das genau ist. So einen Raum mal antesten. Ja, passt, das ist sicher. Dann mal alle machen, weil dann bin ich wahrscheinlich schon Level 50. Kannst du mal nachschauen, was der eine Typ da von mir da schon gemacht hat.